Das war auch die Lektion, die Josef für sich zog. Nun will ich zu unserer Erwachsenengeschichte kommen. Sündhafte Unabhängigkeit. Unabhängig wollen wir ja alle sein, das hatten wir festgestellt. Und wir müssen uns manchmal die Frage stellen, ist der Anschein, entspricht denn der auch der Wirklichkeit? Wenn wir von Unabhängigkeit reden, sind wir unabhängig? Kurz zur Zusammenfassung der letzten Stunde. Wir hatten gesehen beim letzten Mal, in der letzten Stunde, der Geist der Kooperation, der im Himmel herrschte. Von Anfang an wollte Gott mit all seinen Geschöpfen zusammenwirken. Das ging in der Regierung, in der Verwaltung des Himmels los. Das setzte sich in der Schöpfung des Menschen fort. Da wollte Gott auch nicht alleine arbeiten. Er sagte, lasst uns Menschen machen. Und soweit er konnte, wollte er die Engelswelt an all seinen Wirken beteiligen. Und auch im Bereich der Bevölkerung der Erde sollte Adam die Tiere benennen. Und er wollte nicht einfach die Menschheit fertig geschaffen auf diese Erde setzen, sondern wollte Adam und Eva den Auftrag geben, die Erde zu bevölkern mit heiligen und vollkommenen Menschen, die glücklich wären. Und wir haben gesehen, dass dieser Versuch sehr schief ging. Ne? Auch wenn Gott weiß, was geschieht, möchte er doch seine Geschöpfe an seinem Werk beteiligen. Und auch im Erlösungswerk, an dem Ausbessern der Sünden der Menschen, lässt er die Menschen mitwirken, indem er sie mit dem Evangelium beauftragt, indem er sie an dem Erlösungswerk beteiligt. Auch haben wir es gesehen, wie sich das im Gericht Gottes selbst widerspiegelt. Ne? Gott hält Gericht nicht für sich, sondern für wen? Zum einen für die Engel, ne? Das Untersuchungsgericht. Wen kann er in den Himmel nehmen, wen nicht? Da müssten die Engel auch zustimmen, auch sehen, warum jemand verloren ist oder warum jemand aber sicher in den Himmel genommen werden kann, um das Unglück nicht noch einmal vom Zaun zu brechen. Oder auch in den 1000 Jahren haben wir gesehen, wie auch Gott die Menschen am Gericht beteiligt. Gott möchte, dass seine Wesen von ihm abhängig sind, mit ihm zusammenzuwirken. Er will sie einbeziehen. Aber all diese Harmonie, dieses gegenseitige Zusammenarbeiten und Zusammenwirken wurde gestört, als Satan unabhängig sein wollte. Als jemand sein eigenes Missionsunternehmen aufmachte, um von Gott unabhängig zu sein und seine Pläne, seine Vorstellung von Gesetz, Reich Gottes und Ordnung im Himmel umzusetzen. Bis dieses verlockende Angebot der Unabhängigkeit auf unseren Planeten gebracht wurde. Mit dem Angebot, du kannst von Gott unabhängig sein. Du kannst von selbst wissen, was gut ist und was böse ist. Das brauchst du dir nicht immer Gott sagen zu lassen. Du kannst es selbst wissen. Du musst nur von dieser Frucht essen. Und du wirst unabhängig von Gott entscheiden können. Und so kam all das Elend in unsere Welt. Und der einzige Weg, wieder gerettet zu werden, ist zu lernen, von Gott abhängig zu sein. Jesus selbst machte sich in allem abhängig. Kam auf diese Erde, um wirklich wie ein Mensch vollkommen abhängig von seinem himmlischen Vater zu leben. Sodass er nichts reden konnte, nichts urteilen konnte, nichts tun konnte, was nicht die Zustimmung seines Vaters im Himmel fand. Was nicht er ihm vorher gesagt hatte. Und genau diese Gesinnung möchte er in uns wieder erwecken. Er will uns in einen Trainingsplan setzen, der uns wieder abhängig sein lässt vom Heiland.
der uns wieder von Gott bereitwillig sich abhängig machen lässt. Und da haben wir gesehen, gibt es manche Dinge, wo wir uns einfügen müssen, unterordnen müssen, in den irdischen, zeitlichen Dingen. Denn dadurch nur lernen, diesen inneren rebellischen Geist selbst bestimmen zu wollen. Nur alleine zu entscheiden und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Zu widerstehen. Und die 144.000? Was tun die? Sie gehen immer dahin, wo es ihnen am besten gefällt, oder? Die entscheiden immer, wie sie am besten vorankommen. Ja, Ramona? Ja, und dem Lamm nach, wo es hingeht. In Offenbarung 14, Vers 4. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch immer geht. Egal wie der Weg ist, egal was das Lamm Gottes, Jesus, zeigt und sagt, sie tun es. Das ist das Hauptkriterium der 144.000. Eines der Hauptmerkmale. Aber so manchmal stimmt der Anschein mit der Wirklichkeit nicht überein. Als Satan anfing, die Menschen auf der Erde zu verführen und zu Zeiten der Sintflut, als Noah von Gott den Auftrag bekam, eine Arche zu bauen, um dort die Menschen hineinzuretten, die sich von Gott retten lassen wollten, die noch vor Gott abhängig sein wollten, tat Gott alles, was Noah ihm sagte. Aber die ganze Welt um ihn herum, die Regierungen, die Verwaltung, die Gemeinde, sie hatten entschieden, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, auf trockenem Wasser, auf trockenem Land, wo es nie einen großen See gegeben hatte, wo es noch nie geregnet hatte, auf einmal ein Schiff zu bauen. Sie hatten sich mit Wissenschaftlern besprochen und sie haben festgestellt, es gibt gar keinen Grund anzunehmen, dass es auch jemals regnen könnte, weil die letzten 1000 Jahre, auf die sie zurückblicken konnten, fast 2000 Jahre, hat es nie geregnet. Ja? Also der wissenschaftliche Beweis war erbracht, das ist sinnlos, das ist unsinnig, was Noah macht. Der widersetzt sich einfach unseren Anordnungen. Er ist unabhängig, er denkt nicht mit wie wir. Er lässt sich von Vernunft und Wissenschaft nicht beeindrucken. Völlig unabhängig. Und war Noah unabhängig? Von Wissenschaft und Vernunft? Offensichtlich schien das so, ne? Aber war er wirklich unabhängig? Nein, er machte sich völlig abhängig von Gott. Der sagt, es würde eine Flut kommen. Es würde das Ende kommen. Ich werde die ganze Menschheit durch Regen vernichten. Und so machte er sich abhängig und tat alles, was Gott ihm sagte. Aber so schien auf der Erde alles verkehrt zu sein. Ne? Jetzt rückblickend zu sagen, wer Recht hat und nicht Recht hat, fällt jetzt relativ leicht, stimmt? Rückblickend können wir immer sagen, na klar war Noah richtig abhängig. Aber in der Situation mag die Sache vielleicht ganz anders aussehen. Auch zu Zeiten des alten Volkes Israel, der Gemeinde in der Wüste, wie sie Paulus nennt, wir wollen es mal, nein, Stephanus war das, verzeiht, Apostelgeschichte 7, Vers 38. Apostelgeschichte 7, Vers 38. Erzählt Stephanus die Geschichte des Volkes Gottes, seiner Gemeinde. Und er sagt dann hier in Vers 38, denn dieser ist es, der in der Versammlung, der in der Gemeinde, in der Wüste mit dem Engel redete, der auf dem Berg Sinai zusprach und der mit unseren Vätern gewesen ist. Also diese Gemeinde in der Wüste. Satans Sieg war schon sehr beeindruckend. Die ganze Welt hinter sich zu vereinen und von Gott unabhängig zu machen.
Aber noch viel tragischer und für Gott schmerzlicher war es zu sehen, wie von Anfang an diese Gemeinde in der Wüste von ihm unabhängig sein wollte. Und auch Mose, als er so kurz bevor das Volk Israel ins Land Kanaan zieht, noch einmal, bevor sie über den Jordan ziehen wollten, versammelte er das ganze Volk, denn er wusste ja, er würde nicht nach Kanaan hineingehen. Er würde auf dem Berge Pisgah seine letzte Ruhestätte finden. Aber er wollte das Volk noch einmal aufrufen, ermahnen, nicht sich von Gott unabhängig zu verhalten. Im 5. Mose, Kapitel 9, und Herr, hier im Vers 7 beschreibt er die Einstellung des Volkes Israels und sagt, gedenke, ja vergiss es ja nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste immer wieder erzürnt hast. Ja, von dem Tag an, da du aus dem Land Ägypten herausgezogen bist, bis ihr heute an diesen Ort kam, seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Ihr wart immer wieder unabhängig, wolltet anders handeln, als Gott es gedacht hatte. Ihr meintet, ihr wüsstet es besser. Oder in Vers 24 schildert er noch einmal seinen persönlichen Eindruck. Ihr seid widerspenstig, seid ihr gegen den Herrn gewesen, von dem Tag an, da ich euch kenne. Also, als er angefangen hat, sie aus Ägypten zu führen, von dem Tag an waren sie unabhängig von Gott, wollten eigene Ideen gehen. Und immer nur eigentlich durch die Umstände gedrängt und durch die Not dazu gebracht, waren sie Gott denn gehorsam. Ne? Selbst aus dem Land Ägypten wollten sie nicht raus, auch wenn sie gerne unabhängig und frei gewesen wären. Das war ja ihre Traumvorstellung. Ne? Aber was bedurfte es, auf Gottes Seite sie bereit zu machen, aus Ägypten zu gehen? Die Plagen Ägyptens waren nicht nur für die Ägypter gedacht, denn sie sollten auch die Plagen sollten auch das Volk Israel bereit machen, endlich zu gehen. Die Unterdrückung, die Wut des Pharao, die Knechtschaft sollte sie dazu hinführen, endlich sich doch frei machen zu wollen. Also, von Anfang an und auch in den Begebenheiten, die wir im Wort Gottes wiederfinden. Hier im 4. Mose zum Beispiel, die Geschichte der 12 Kundschafter. Es ist eigentlich kaum 2 Jahre her, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind. Viele Erfahrungen, Siege haben sie mit Gott erlangt und stehen jetzt an den Grenzen des Landes Kanaan und Gott möchte sie hineinbringen. Und all diese Begebenheiten, dieser Schritt ins Land Kanaan zu gehen, ist ja auch für uns ein Bild. Ne? Denn auch wir suchen eine himmlische Heimat, ein himmlisches Kanaan, was wir betreten wollen. Und auch wir sind eigentlich kurz vor der Schwelle, die Grenze zu überschreiten. Also dürfen wir gerne uns hier einen Spiegel vor Augen halten. 4. Mose, Kapitel 14. Verse 2 bis 4. Ja, bitte. Ja. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Ägyptenland gestorben wären und noch stürben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dies Land? Dass wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden. Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann aufwerfen und wieder nach Ägypten ziehen. Dankeschön.
Was war Gottes Auftrag für sie? Was war Gottes Wille? Er möchte, dass sein Volk hineingeht. Aber sie haben sich entmutigen lassen von dem Bericht dieser 10 untreuen Kundschafter. Und sie haben sich verrückt machen lassen und wollten nicht mehr Gottes Willen gehen. Ne? Gott sagte, kommt, wir ziehen hinein. Und Kaleb und Josua versuchten sie noch dazu aufzurütteln. Wir können sie besiegen. Wir können. Gott ist auf unserer Seite. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Aber all die Argumente gezählten nicht. Sie wollten unabhängig von Gott handeln. Und sie haben sich entschlossen. Sie wählen sich einen Anführer. Und das war sozusagen der erste Wahlausschuss des Volkes Gottes. Eine unabhängige, demokratische Wahl. Sie wollten entscheiden, was der richtige Weg ist. Also haben sie abgestimmt. Haben sich einen Führer bestimmt, der sie hinausführen wollte. Weil sie wollten unabhängig sein. Sie konnten nicht dem Urteil Josuas und Kalebs und Moses einfach nur folgen. Sie mussten doch ihren Verstand gebrauchen, oder? Waren das nicht Riesen und uneinnehmbare Städte? Und so hat die Gemeinde entschieden. War das übrigens nur eine Entscheidung von so einigen? Wie viele waren daran beteiligt? Es war die ganze Gemeinde. Es war ein eindeutiger Mehrheitsbeschluss. Sie haben die Frage sich vorgelegt, wie sollen wir vorgehen, was sollen wir jetzt machen? Offensichtlich haben sie sich abgestimmt und gesagt, wir nehmen uns einen anderen Führer, wir ziehen zurück nach Ägypten. Und als Josua und Kaleb versuchten nochmal Einspruch zu erheben, da wurden sie langsam ungeduldig. Und auf einmal waren Josua und Kaleb völlig unabhängig von der Mehrheit, oder? Die Mehrheit hatte doch beschlossen und demokratisch entschieden, wir gehen den Weg zurück nach Ägypten. Aber Josua und Kaleb widersprachen und mahnten das Volk, doch den Weg Gottes nicht zu verlassen. Und wer war jetzt abhängig oder unabhängig? Ich meine, klar, wir sehen es leicht. Josua und Kaleb waren abhängig und Gott treu geblieben. Ne? Eindeutig. Das Volk war von Gott unabhängig geworden. Wieder leicht zu entscheiden. Aber wenn wir das heute auf unsere Situation beziehen, wenn die ganze Gemeinde demokratisch abstimmt und entscheidet, wir gehen diesen Weg zurück nach Ägypten. Oder vielleicht nehmen wir das Wort Babylon in den Mund. Trauen wir uns das? Passt das? Eine Abstimmung getroffen worden, die sagt, wir gehen zurück nach Babylon, in dem abgestimmt wurde, dass man der Ökumene beitritt, sich wieder den abgefallenen Kirchen anschließt. Fast eine ähnliche demokratische Entscheidung, oder? Eine Mehrheitsentscheidung. Und auf einmal stehen Josua und Kaleb völlig unabhängig da. Unabhängig von den Entscheidungen der gewählten Führer, eigensinnig den Mehrheitsbeschlüssen gegenüber. Einer Gemeinde, die eigentlich von Gott unabhängig geworden ist in ihrer Entscheidung, oder? Für damals ist das völlig eindeutig, ne? Heute scheint es so kompliziert zu sein, so schwierig zu begreifen, wer abhängig oder unabhängig ist. Gott entschied in dieser Situation ziemlich dramatisch. Und in den Bildern des Alten Testamentes, die wir für unsere heutige Zeit ziehen, in den Bildern des Alten Bundes, sehen wir oft, dass Gott direkt eingreift und sein Missfallen ausdrückte in direkten Strafen. Und letztendlich sind auch diese Strafen ein Bild
für das zukünftige Gericht, oder? Wenn Gott Gericht über das Volk Israel brachte, soll uns das daran erinnern, dass Gott auch Gerichte über die Welt bringt. Und dass wir vielleicht an Offenbarung, denken können. Und hier der Vers 12. Bau 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeglichen zu geben, deine Werke sein werden. Ja. Gott straft. Was war eigentlich die Situation, in der Gott jetzt wirklich eingegriffen hat? Gott hätte ja schon vorher eingreifen können, ne? Als die Kundschafter hier diesen schlechten Bericht gebracht haben. Oder als sie sich zusammengesetzt haben und demokratisch einen neuen Führer gewählt haben und beschlossen haben, nach Ägypten zurückzugehen. Da hat Gott eingegriffen? Nein. Er griff ein in einer Situation, als die Gemeinde Josua und Kaleb ausschließen wollte aus der Gemeinde. Wollten sie, haben sie beschlossen und abgestimmt, Josua und Kaleb aus der Gemeinde auszuschließen? Ja. Komm, oder? Ja. Und das war auch ein demokratischer Beschluss, den sie gefasst haben. Sie haben mehrheitlich bestimmt, Josua und Kaleb aus der Gemeinde auszuschließen. Wir können das nachlesen noch einmal im 4. Mose 14, Vers 4, 10. 4. Mose 14, dort im Vers 10. Auch das war ein demokratischer Mehrheitsbeschluss. Da sprach das ganze Volk, man sollte sie steinigen. Ja, ne? Also auch wieder eine Mehrheitsentscheidung. Damals hieß ausschließen aus der Gemeinde des Volkes Gottes, sie zu steinigen. Ne? Heute muss man andere Methoden wählen. Manchmal schafft man es mit einer demokratischen Mehrheit, unliebsame Querdenker oder Mahner wie Josua und Kaleb auszuschließen. Manchmal muss man eine Gemeinde auflösen und neu gründen, damit das technisch besser funktioniert, wenn man keine Mehrheiten kriegt. Aber es ist doch der gleiche Gedanke, der dahinter steckt. Und Gott griff ein. Nämlich indem sie die Steine aufnahmen und gerade dabei waren, Josua und Kaleb zu steinigen, da schien die Herrlichkeit des Herrn am Heiligtum und brachte diesen Mordgedanken zu einem plötzlichen Stopp. Gott entschied. Jetzt noch einmal zurück zu den Gerichten. Wie hatte Gott entschieden? Er hatte entschieden, ihr wollt nach Ägypten zurück? Soweit lasse ich euch nicht zurückgehen, aber ihr geht noch einmal 40 Jahre durch die Wüste. Und dort werden alle sterben, die gegen mich rebelliert haben, die von mir unabhängig sein wollten. Ihr werdet euren Willen bekommen. Ihr werdet nicht ins Land Kanaan kommen, weil wie ihr gejammert habt, ihr werdet in der Wüste sterben. Ihr werdet in dieser Welt noch zugrunde gehen und nicht das ewige Leben bekommen. Nun Gott griff ein, machte deutlich, was richtig ist, falsch ist. Wenn wir im Vers 37 lesen, da wird noch einmal, der 37, also Vers 37 gibt es an, noch einmal das Volk, die ganze Gemeinde sollte nun in die Wüste zurückkehren und dort sterben. Und dann heißt es aber im Vers 37, aber jene Männer, die ein böses Gericht über das Land ausgebracht hatten, die starben durch eine Plage vor dem Herrn. Also Gott macht deutlich, was er mit solchen Anführern tut. Warum greift Gott eigentlich die Leute bei, wenn sein Volk falsche Wege geht? Vers 36.
Vers 36 bei euch in der Anna? Ja, Vers 36. Vers 36 in der Luther, in der Elberfelder. Ja, in der Erzählung. Also Schlachter und Elberfelder sagen, die starben durch eine Plage des Herrn. Nun, wir finden die Bilder dieser Plagen, dieser Strafen im Alten Testament natürlich in den Plagen und Strafen der Offenbarung am Ende der Geschichte wieder. Es soll uns vor Augen führen, was die Konsequenz ist, sich von Gott unabhängig zu machen. Aber warum greift Gott heute nicht so dramatisch ein wie damals? Wäre doch gut, oder? Ja, da wollen wir aufschlagen. Psalm 103, Vers 13 bis 16. Wäre es wirklich so erstrebenswert, dass Gott so direkt eingreift und die Sünden gleich bestraft, wie es eigentlich unser verdienter Lohn wäre? Wenn wir nur auf die anderen gucken und sagen, na, kein Wunder, die machen jetzt dies und jenes, da muss doch Gott eingreifen, mit Blitz vom Himmel Gericht halten, die Menschen aufrütteln. Aber wenn wir Psalm 103 lesen, müssen wir doch auch an uns denken. Würde Gott auch an uns so konsequent handeln, wie wir es verdient hätten? Wer liest einmal bitte den Vers 13 bis 16 in Psalm 103? Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, dann ist sie nicht mehr da. Die Stelle, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr. Ja. Er hat Erbarmen mit unserer Schwachheit, mit unserer sündhaften Natur, mit unseren schwachen Charakteren, mit unserer menschlichen Erfahrung. Und er weiß, schwupp, ist der Mensch vergangen. Aber er möchte, dass wir gerettet werden. Dass wir aufmerksam werden. Oder auch im Psalm 78. Mal so der gleiche Gedanke. Gott hat eigentlich entschieden, es ist eigentlich ein Strafurteil notwendig. Wir verrennen uns in der Sünde. Psalm 78 und hier der Vers 38. Das müsste auch in der Mitte Vers 38 sein. Er aber war barmherzig und vergab die Missetat und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Zorn gehen. Denn er gedachte, dass sie Fleisch sind, ein Wind, der dahin fährt und nicht wiederkommt. Ja. Wer weiß, wir haben nur diese eine Chance im Leben. Diese eine Gelegenheit. Und wir sind so oftmals verblendet und verrannt, dass Gottes Mitleid erwirkt. Und sein Herz schmerzt und blutet, wenn er an unser Schicksal denkt. Und deswegen nicht die Strafe auf dem Fuße folgen lässt, sondern gedenklich ist wie ihr und mir. Aber was machen wir daraus? Wir Menschen? Wir machen es genauso wie das Volk Israel. Psalm 50, Vers 21 zum Beispiel. Psalm 50, Vers 21. Solches hast du getan, also die Sünden. Und ich schwieg. Also ich habe dich verschont. Ich habe Gnade walten lassen. Und du dachtest, ich bin genauso wie du. Also wenn wir mit unseren Sünden und Fehlern durchkommen, denken wir immer, da bin ich auf dem richtigen Weg, ne? Gar keine Gefahr. Aber Gott sagt uns hier deutlich, ich werde dich strafen und ich werde es dir vor Augen stellen. Aber unser Problem ist, dass wir die Gnade Gottes missdeuten, seine Güte. Ne? Wir können uns Sünden in unserem Leben leisten, danke Mensch, das geht ja schon seit ein paar Jahren so. Manchmal haben wir ein schlechtes Gewissen und dann sagen wir, naja, ist doch immer gut gegangen. Kein Gericht bekommt, ne? Prediger Kapitel 8, Vers 11. Weil nicht sobald ein Urteil geschieht über die bösen Werke, dadurch wird das Herz der Menschen voll, Böses zu tun. Auch das weiß Gott, dass seine Gnade und Güte und Liebe
in vielen Fällen vergeblich ist und ein größeres Risiko mitbringt, dass der Sünder noch stockiger und verhärteter wird in seinem Weg. Aber doch ist der ein oder andere, dessen Herz erweicht wird, und deswegen nimmt Gott all das in Kauf. Die vielen Jahre des Elends, des Leides, des Todes, des Krieges, der Krankheiten, der Plagen und dieser Welt. Unabhängig. Übrigens, auch Mose wurde beschuldigt, unabhängig zu sein von den Entscheidungen, Überlegungen der Mehrheit, Beschlüsse der Gemeinde. Zwei Kapitel später, nachdem die dramatischen Ereignisse der 12 Kundschafter waren, nachdem die in dramatischer Art und Weise verstorben waren, tritt Kora auf. Und wie viel hat Kora auch hier auf seiner Seite? Wir wollen anfangen, 4. Mose Kapitel 16, Vers 1 und 2. 4. Mose Kapitel 16. Vers 1 und 2. Und Kora, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, samt Datan und Abiram, den Eliabs, und On, dem Sohn Pelets, den Söhnen Rubens, die empörten sich gegen Mose, samt etlichen Männern unter den Kindern Israel, 250, Vornehmste in der Gemeinde, Ratsherren und namhafte Leute. Mhm. Ja, hier heißt es hier, Fürsten, also der Kora war nicht alleine, ne? Da standen viele edle Männer dabei. Aber interessant ist, wer dabei war. Fürsten der Gemeinde zum einen, und dann heißt es hier Berufene der Versammlung. Meine Elberfelder, die in der englischen Übersetzung sagt, Repräsentanten, Abgeordnete der Gemeinde waren zugegen und haben Mose dieses Problem vorgelegt. Die Gemeinde hatte ein Problem mit Mose, mit seinem Führungsstil, mit seinen Entscheidungen, mit den Wegen, die Gott sie führte. Und sie warf ihm vor, im Vers 3, unabhängig von der Gemeinde zu handeln. Die ganzen Repräsentanten, Vertreter der Gemeinde versammelten sich gegen Mose und wieder Aaron, sprachen, lass es genug sein. Die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und Gott ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch dann über die Gemeinde des Herrn? Warum handelt ihr unabhängig von unseren Gedanken? Wir haben auch Überlegungen. Wir haben auch entschieden, eigentlich, dass wir zurück nach Ägypten gehen. Warum handelt ihr jetzt aber anders und führt das Volk in der Wüste umher? Das haben wir doch beschlossen. Das haben wir doch abgestimmt. Und das ist doch der Vorwurf, der hier deutlich wird. Wir haben entschieden. Und ihr setzt euch über dieses Votum einfach hinweg. Kora war der auserwählte Führer. Datan, Abiram, seine Assistenten. Und was ist ihr Hauptargument? Das ist doch Gottes Gemeinde. Gott ist doch in ihrer Mitte. Die ganze Gemeinde ist von Gott erwählt. Ist das das Argument, was Sie ihm vorlegen? Es ist Gottes Gemeinde. Gott hat diese Gemeinde bestimmt. Gott ist in ihrer Mitte. Und ihr? Also wenn doch die Gemeinde zusammenkommt in einer Vollversammlung und einen Beschluss trifft als Gemeinde Gottes, sind sie nicht da die Stimme Gottes? Das muss doch ein klarer Beschluss sein, den Gott mittragen muss. Das ist sein Argument. Denn sie ist Gottes Gemeinde. Die ganze Gemeinde kam zusammen, hat entschieden und ihr setzt euch darüber hinweg. Ohne Zustimmung. Und wieder ist der offensichtliche Anschein Anlass der Widrigkeit. Ne? Hier scheinen Mose und Aaron unabhängig von den Gemeindebeschlüssen. Und? Wer war wirklich abhängig?
oder unabhängig. Es war das unabhängige Volk, die unabhängige Gemeinde, die eigene Wege gehen wollten. Sie waren unabhängig. Aber abhängig blieben Mose und Aaron, weil sie von Gott abhängig waren, weil sie von seinen Wegen nicht weichen wollten. Von Anfang an wollte eigentlich das Volk Israel unabhängig handeln. Den können wir aufschlagen, Apostelgeschichte 7, Vers 35. Geschichte 7, Vers 35. Diesen Mose, welchen sie verleumdeten, da sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter gebracht? Den sandte Gott zu einem Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm erschien im Busch. Und war das nicht von Anfang an so? Wer hat dich zum Richter gesetzt? Schon als er den Ägypter umbrachte, was ja nicht richtig war, aber da haben sie ihm schon vorgeworfen, wer hat dich zum Richter gesetzt? Bis zum Schluss ist dieser Vorwurf immer wieder der gleiche gewesen. Du entscheidest einfach, wie das Land geht. Wenn wir das auch oftmals heutzutage, das ist doch Gottes Gemeinde. Das ist ein Mehrheitsbeschluss. Das ist recht so. Gott ist in ihrer Mitte. Ist das der Ruf, den wir oftmals als Argument hören? Für Wege, die doch verkehrt sind. Mose war eigentlich ein Bild sogar für Christus. Fünften Mose. Weißt, 5. Mose, Kapitel 18. Fünfte Mose 18, Vers 15. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf den sollt ihr hören. Es war ein Hinweis auf Jesus. Und wie Mose für das Volk stand, würde Jesus an der Spitze des Volkes Israel stehen wollen. Aber der Ruf des Volkes Israel war, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wir wollen unabhängig sein. Ein anderer Prophet, der mindestens genauso groß war wie Mose, ist Johannes der Täufer. Matthäus 11, Vers 11 sagt dieses selbst von ihm, es ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Und was war Johannes Problem? Johannes war gerufen worden in einer Zeit, wo das Volk ebenfalls von solchen Führern geleitet wurden, wie es Korah, Datan und Abiram waren, die unabhängig von Gott und seinen Entscheidungen leben wollten, die selbst bestimmten, was war. Auch wenn Johannes treu der Gemeinde gegenüber stand, konnte ja doch die Autorität dieser selbstbestimmten Lehrer nicht gutheißen. Und sein Warnruf war an sie, was war Johannes Warnruf? Lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Tut Buße. Ihr seid auf dem falschen Weg. Und ist das nicht auch die Warnung, die wir heute verkünden wollen? Wenn wir daran denken, im Jesaja 58 wird das Volk aufgerufen in der Endzeit. Der zukünftige Elia wird aufgerufen, tue meinem Volk
seine Übertretungen, seine Sünden kund. Das war Johannes' Aufgabe. Wir können im Leben Jesu nachlesen. Johannes hatte die Autorität des Hohen Rates nicht anerkannt und diesen auch nicht um Erlaubnis für sein Wirken gefragt. Auch hatte er ohne Ansehen der Person sowohl das Volk als auch seine Obersten und Pharisäer und Sadduzäer getadelt. Tue meinem Volk seine Übertretungen kund. Der Sanhedrin, die Generalkonferenz, war die höchste irdische, das größte Gremium in der Gemeinde Israels. Aber Johannes ging darüber hinweg. Wenn eine Gemeinde unabhängig von Gott entscheidet und Johannes sich hier nicht in ihrer Unabhängigkeit mitreißen ließ, stand er schon wieder gegen die Mehrheitsbeschlüsse. Ist der Ruf Johannes des Täufers wirklich unser Ruf? Denn wir sehen uns ja gerne mit Johannes im Vergleich, stimmt's? Wenn wir uns vergleichen und jetzt hier den Pharisäer und Johannes gegenüberstehen, auf welcher Seite sehen wir uns sofort? Ja, nicht auf der Seite der Pharisäer. Ja, da fallen uns gleich viele andere Leute ein, die da stehen, aber wir doch nicht, oder? Das ist der Gemeindeleiter, der Älteste, diese Versammlung, diese Konferenz, diese Vereinigung. Wir? Aber geben wir wirklich den Ruf von Johannes, den der Täufer gab? Legen wir den Finger in die Wunde und rufen laut wie eine Posaune, unsere Stimme nicht zurückzuhalten, tadeln die Sünden, die öffentlichen Sünden. Aber Johannes' Ruf war noch dramatischer. Wir lesen mal Matthäus Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, da sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezüchte, wer hat euch denn gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen wollt, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Früchte bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja. Ihr Ottergezücht. Auch das war nicht, was die Pharisäer so aufregte. Die waren solche Vergleiche gewöhnt. Viel schlimmer wog ihnen, wenn sie antworteten, ja, wir haben Gott, wir haben Abraham zum Vater. Die Antwort von Johannes, auch wenn ihr Abraham zum Vater habt. Gott kann aus diesen Steinen Menschen ein Volk herrufen. Abraham Kinder erwecken. Ihr seid nicht Abrahams Kinder, wenn ihr nicht seine Werke tut. Wenn ihr nicht mit seinem Geist übereinstimmt. Und noch viel schlimmer, die Axt Gottes ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Was heißt denn das? Wenn eine Axt an die Wurzel des Baumes gelegt ist, was passiert mit dem Baum dann? Das war viel schlimmer. Jeder Baum, der nicht Frucht bringt, wird abgehauen. Er lehrte sie, verlasst euch nicht darauf, dass ihr Abraham zum Vater habt. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr in einer Gemeinde seid, die Gott gegründet hat, in deren Mitte er ist, mal war. Wo steht er eigentlich in der Gemeinde Laodicea? Der muss vor der Tür stehen und anklopfen, damit er eingelassen wird. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr da in der richtigen Gemeinde sitzt, am Sabbat zum Gottesdienst geht. Denn jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen. In dem Bild, was wir immer, oder in den Gedanken, die wir verfolgen, jeder, der unabhängig von Gott handelt, wird abgehauen. An dem geht Gott vorüber, verliert sein Seelenheil. Nun, Gott hat eine Gemeinde, heißt es immer auch so. Aber sie ist das Volk, das Gott liebt
an seine Gebote hält, das sich von ihm abhängig macht. Das ist Gottes Volk. Und wenn unser Leben, unser Charakter nicht mit Gottes Gesetz, mit seinem Willen übereinstimmt, wenn wir unabhängig sind von ihm, dann sind wir nicht sein Volk. Egal, was am Türschild steht, egal, was wir bekennen, egal, wo wir herkommen, wer uns gegründet hat, auf wie viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte Traditionen wir blicken können. Der Herr Jesus wird immer ein auserwähltes Volk haben, das ihm dient. Als das jüdische Volk Christus den Prinzen des Lebens verwarf, also sie unabhängig sein wollten, nicht von ihren, nach seinen Bedingungen das Reich Gottes verwirklichen wollten, nahm er das Reich Gottes von ihnen. Und er gab es den Heiden. Gott wird auch in Zukunft mit jedem Zweig seines Werkes fortfahren, nach diesem Grundsatz zu verfahren. Wenn eine Gemeinde, Vereinigung, Einzelpersonen, Divisionen, unabhängig, historisch, wie auch immer genannt, eine Gemeinde untreu im Werk des Herrn offenbart, was auch immer ihre Stellung gewesen sein mag, wie hoch und erhaben ihre Berufung auch ist, kann Gott nicht mehr länger mit ihnen wirken. Andere werden auserwählt, um wichtige Verantwortung zu tragen. Aber wenn diese wiederum ihr Leben nicht von jeder falschen Handlung reinigen, wenn sie nicht reine und heilige Grundsätze um sich herum aufrichten, wird der Herr sie schrecklich heimsuchen und demütigen. Und wenn sie nicht Buße tun, wird er sie von ihrer Stätte stoßen und sie der Schande preisgeben. Ist das nicht der Warnruf Johannes des Täufers gewesen? Wenn er sagte, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt, wenn ihr nicht gute Früchte bringt, wird euer Baum abgehauen werden. Worauf bereiten wir uns vor? Völlig abhängig von Gott heißt, dem Lamm nachzufolgen, wo immer es hingeht. Als die Zentrale der Siebenten-Tags-Adventisten in Bell Creek von Gott sich unabhängig erklärte, eigene Pläne verwirklichte, dann ließ Gott die Zentrale abbrennen. Sanatorium, Verlagshaus, ein schlimmer Verlust. Können wir damit bei Recht behaupten, wenn wir heute nicht sehen, wie unsere Verlagshäuser brennen oder zusammenstürzen, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind, dass Gott dann noch immer das dem zustimmt? Und ich glaube, die Druckerzeugnisse der Presse damals sind nicht viel besser als das, was heute aus den adventistischen Verlagen kommt. Womit helft ihr Brüder bei dem großen Werk der Vorbereitung? Diese Frage müssen wir uns stellen. Wobei helfen wir? Jene, die die Verbindung mit der Welt pflegen, mit der Ökumene, ist das die Welt? Ja. Also packen wir es in diese Worte. Jene, die die Verbindung mit der Welt pflegen, werden von der Ökumene geprägt werden und bereiten sich worauf vor? Bereiten sich darauf vor, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen. Adventisten bereiten sich vor, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen. Ganze Vereinigungen, ganze Gemeinden bereiten sich darauf vor. Das ist ihr Vorbereitungswerk, an dem sie wirken. Doch solchen, die sich selbst misstrauen, sich aber vor Gott demütigen und ihre Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit reinigen, wird dagegen das himmlische Wesen aufgeprägt. Sie machen sich bereit, das Siegel Gottes an ihren Stirnen zu empfangen. Die Frage, die am Anfang dieses Absatzes steht, worauf bereitet ihr euch, Geschwister, vor? An welchem Werk habt ihr Anteil? Das haben wir schon. Ich will mit euch mal eine wunderschöne Verheißung lesen. Jeremia Kapitel 31.
Jeremia 31. Hier die Verse 35 bis 37. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tag zum Licht und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, ja, der das Meer bewegt, dass seine Wellen zu brausen. Herr Zebot ist sein Name. Wenn niemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, also Sonne, Tag und Nacht, Mond, die Sterne, wenn das alles irgendwie aus dem Gleichgewicht gerät, dann müsste auch das Haus Israel aufhören, ein Volk vor mir zu sein, ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen, das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Die Juden hatten diese Verheißung ewiger Gunst falsch ausgelegt. Sie betrachteten ihre Herkunft, ihre Gründungsurkunde als Anspruch auf diese Verheißung. Doch übersahen sie die Bedingungen, die Gott gestellt hatte. Das Argument war klar. Hat Gott diese Gemeinde gegründet? Gott hat sie berufen. Er ist in ihrer Mitte. Sie haben mehrheitlich beschlossen. Und das Argument war für an Johannes gerichtet. Du kannst doch nicht sagen, die Axt ist hier an den Baum gelegt. Du kannst doch nicht sagen, Gott wird uns als Volk Israel verwerfen. Guck dir doch mal die Verheißung an, Jeremia. Stehen Himmel und Erde noch? Tag und Nacht, gibt's das noch? Also, sagt doch ganz klar das Wort Gottes. Gott wird sein Volk ewig nicht verwerfen, solange das existiert. War die Axt an den Baum des Volkes Israels gelegt? Ja. Haben wir Adventisten auch solche Verheißungen? Wir würden treu sein? Die Gemeinde wird durchgehen? Gott wird immer ein Volk haben? Niemals Babylon sein? Niemals ein Teil von Babylon werden? Können wir uns auch dran festhalten, ne? Das steht doch da, eindeutig. Wenn wir die Bedingungen überlesen. Der Wert eines Baumes wird nicht nach seinem Namen bestimmt, sondern nach seinen Früchten. Wenn die Früchte nichts wert sind, oder vielleicht sogar giftig, dann kann der Name den Baum nicht vor der Vernichtung bewahren. Das gilt für uns genau. Und mögen wir eigentlich, wenn wir in diese alten Geschichten schauen, uns über den Gedanken von Abhängigkeit und Unabhängigkeit Gedanken machen. Nicht so schnell verwirren lassen, dass manchmal der Anschein der Realität nicht entspricht. Sondern der Anschein muss sich am Wort Gottes messen lassen. An der Erfahrung des alten Volkes Israels. Und so mögen wir Gott geben, dass wir uns alle Zeit abhängig machen. Abhängig von unserem Heiland. Und nicht abhängig von den Beschlüssen der Mehrheit. Nicht abhängig machen von dem System, was einmal unbedingt gegründet worden ist. Denn der Name wird den Baum nicht davor bewahren, umgehauen zu werden. Auch wir als Gemeinde müssen abhängig bleiben von unserem Heiland. Denn Gott wird mit jedem Zweig seines Werkes so verfahren. Mit der Einzelperson, einer Ortsgemeinde, ob sie sich historisch nennt, wo sie ihre Wurzeln auch immer haben mag. Die Frage der Abhängigkeit und Unabhängigkeit ist lebenswichtig. Und mögen wir diese Frage uns immer wieder stellen, mit dem Heiland zusammen. Können wir sagen, ich kann nichts von mir aus tun, es sei denn, mein Vater sagt es mir so? Möge das jeden Tag unser Entschluss sein, in solcher Abhängigkeit von unserem Heiland zu leben. Und dann werden diese Verheißungen, dass bis Himmel und Erde nicht vergehen, Gott seine Gunst nicht von uns abziehen kann, dann werden sie zutreffen. Möge Gott Gnade geben, unserer schwachen Menschlichkeit aufzuhelfen, wie er es schon in der Vergangenheit getan hat,
die vielen Jahre, an denen er nicht so gehandelt hat, wie wir es eigentlich verdient hätten. Und Gott sei Dank hat er so gehandelt. Aber mögen wir nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen, wie wir sie schon gelesen haben, wenn wir denken, Gott handelt, so wie wir. Amen. Amen.